und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, wir loben und preisen dich, wir beten dich an, wir verherrlichen dich und sagen dir Dank. Du bist gut und wir wollen jetzt mit dir zusammen, Jesus, das anschauen, wo eben jene Kraft ausgeht von dir, die alle Wunden heilt. Und du hast diese Heilungen uns schenken können, weil du schon im Vorweg wusstest, dass du so verwundet wurdest und hast schon segnend und heilend immer wieder den Weg unternommen in die ganzen Verwundungen der Menschheit. Und alle, die dich berührten, wurden gesund. Die mit einem großen, großen Glauben gekommen sind und dich berührt haben. Du hast Wunder über Wunder gewirkt. Wunder der Gnade und Heilungen wie am Fließband. Du hast alle Gebrechen und Leiden im Volk geheilt. Ganze Mengen von Kranken, Gelähmten, Blinden und in allen Gebrechen und Leiden, Leidenden hast du geheilt. Denn es ging eine Kraft aus, die alles heilte. Es ging eine Kraft wirklich aus deinen Wunden, die im Grunde schon ganz in deiner Seele waren, weil du ganz und gar diesen Weg auf Golgotha gehen wolltest und das Lamm werden wolltest, das zerschlagen war und all diese Wunden auf sich genommen hat und an sich geschehen ließ, damit du alle Wunden der Menschheit heilen kannst. Und so bitten wir dich um deinen Segen, dass Maria, die Mutter Jesu, die Heil der Kranken ist, jetzt zu uns kommt, ihren Schutzmantel um uns wirft, dass wir ganz beschützt sind, das kostbare Blut uns schützt, die Heiligen, ganz besonders die Wunden Jesu verehrt haben, und dass wir ganz tief in deinen Wunden geborgen sein dürfen. Dass wir dich kennenlernen, wie du geheilt hast, wie du es getan hast, wie du Mitleid hattest und wie du nicht an denen vorbeigingst, die im Glauben dich berührten. So komme der Segen auf uns alle herab, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr seht schon an den Bildern, wir dürfen ein bisschen ins Evangelium gehen. Dieses Thema, also dieser ganze Kurs heißt ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und jetzt dürfen wir am Schluss eigentlich hineingehen, um ein bisschen ein paar Passagen anschauen, wie Jesus geheilt hat. Wie die vielen Wunder geschehen sind, es sind ja nur ein paar letztlich überliefert im Evangelium, das ist ja massenweise gewesen. Das kann man sich nicht vorstellen. Es heißt sogar im Griechischen, sie hechteten, nicht nur sie drängten, um ihn zu berühren, das ist sehr schwach ausgedrückt. Im Griechischen heißt es, sie hechteten sich auf ihn. Also da war eine Menschenmenge, da ist einer angelaufen und hat gehechtet über alle drüber, um ihn nur zu berühren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da los war. Da brauchst du wirklich 12 Bodyguards um dich rum. Gell? Das sind die Apostel, könnte man geradezu sagen, dass die ein bisschen so Platz gemacht haben. Das haben die wirklich gemacht, die haben die abgeschirmt. So sehr ist eine Kraft ausgegangen, die alle heilte. Aber weil er den Entschluss hatte, und von Ewigkeit den Entschluss hatte, so ans Kreuz zu gehen und sich diese Wunden zu schlagen, ist diese Kraft von ihm ausgegangen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann nicht nur so sehen, dass es ein toller Jesus ist und er kann ja alles und so weiter. Ja, der hat sich's wirklich kosten lassen, dass das ausströmt. Als Gott kann er eh alles.
Aber wenn es heißt, durch seine Wunden seid ihr geheilt, sind jene Wunden bei ihm hingeordnet auf deine Wunden. Ihr habt es gestern gesehen im Vortrag, dass eben alles, wo er verwundet ist, genau auf deine Wunden hingeordnet sind und alles so vom Vater geordnet ist, wie es geschehen ist, so wie es der Wille Gottes will, um jede Wunde in dieser Menschheit zu heilen. Da ist kein Zufall, versteht ihr? Da ist alles Plan Gottes. Das läuft wie ein Uhrwerk bei Gott. Nicht, dass man das anschaut, dass er, was haben sie mit dem lieben Jesus gemacht? Das Plan. Jede Wunde, alles, was er innerlich durchgemacht hat, sogar so, dass er in allem versucht wurde, selbst, das müsst ihr mal vorstellen, der Sohn Gottes, in dem wir alle versucht werden. Dass du die Kraft bekommst, jede Versuchung zu überwinden. Wir können uns nicht aus dem Schneider machen und sagen, ja, du bist Gott und ich bin ein einfacher Mensch. Nein, kämpfe mit der Gnade Gottes. Der Herr hat schon in jeder Versuchung dir die Kraft gegeben, dass das Böse dich nicht überwältigt. Dann könnt ihr auch das richtig verstehen, Vater unser. Also, wie es am Schluss dann heißt, und führe uns nicht so in Versuchung. Oder lass uns nicht so in die Versuchung kommen, dass das Böse uns überwältigt. Und dass wir fallen, sondern erlöse uns von dem Bösen. In der Versuchung. Du musst in die Versuchungen kommen, um überhaupt heilig zu werden, weil dann zeigt sich wirklich, was in dir steckt. Weißt du, wenn alles so schön geht im Alltag, aber in Extremsituationen, wenn es richtig drauf ankommt, dann zeigt sich, was in dir steckt. Wenn die Versuchung jetzt dir wie ein Apfel dargereicht wird, beißt du dann zu oder nicht? Dann kommt es wirklich drauf an, was in dir steckt. Und dann erkennst du dich mal in der Versuchung, wie sehr und wie lapidar und manchmal sehr schwach wir sind, gebrechlich und hinfällig zur Sünde. Und manchmal denken wir, oh, wir sind schon ganz schön weit im geistlichen Leben. Und dann kommt so eine Versuchung daher. Und dann haut es dich voll rein. Und du trittst wirklich in diese Dreckpfütze rein. Und du hast gedacht, ich habe das schon überwunden. Und dann siehst du es, wie schwach das es in dir ist. Aber da musst du kämpfen in der Versuchung, dass das Böse dich nicht überwältigt, dass die eigene Leidenschaft dich nicht überwältigt, dass die Welt, dieses Dreigestirn, Welt, Fleisch und Teufel, das haben immer wieder die Väter, die zur Vollkommenheit gegangen sind, genau gesagt, das musst du überwinden. Da musst du beginnen zu kämpfen. Um siegreicher vorzugehen. Und dann wirst du erst heilig. Du musst selbst geläutert werden, wie man Gold und Silber läutert, wie in einem Schmelztiegel der Versuchungen. Und je mehr Versuchungen, sagt es zum Beispiel Pater Pio, je mehr der Mensch von Gott an sich gezogen ist und hat eine große Aufgabe im Reiche Gottes, also dass er was tun darf, je mehr wird er angegriffen. Wenn du nicht angegriffen wirst, dann musst du mal sagen, dann stimmt was mit dir nicht. Wenn du angegriffen wirst und musst kämpfen, dann bist du noch auf einem guten Kurs. Wenn er dich in Ruhe lässt, dann bist du auf dem falschen Kurs. So einfach ist es im geistlichen Leben. Und wenn er tobt da außenrum, dann ist er noch nicht bei dir, dann hat er den Willen noch nicht bewegt, dass du zuwilligst zur Sünde. Und dann muss er Lärm außenrum machen. So sagt es Pater Pio. Dann macht er Lärm, um deinen Willen zu bewegen, dass du in die Sünde kommst. Wenn du schon die volle Bereitschaft hast, in das Fettnäpfchen der Sünde zu treten, braucht er keinen Lärm mehr zu machen. Da braucht er nur den Apfel darzubieten. Aber wenn du sagst, nee, kommt nicht in Frage, dann macht der Lärm außenrum. Versteht ihr?
Und dann tut er manchmal die Leute anstacheln, sogar in deinem Alltag, um dich herum, in der Familie. Gib jetzt Acht, wenn du heimkommst und komm nicht heim und sag, jetzt bekehre ich jeden und stülpe diese Zwangsjacke oder zumindest mal in Anführungszeichen diese Zwangsjacke, was ich jetzt alles erlebt habe in Kloster Brandenburg. Und jetzt musst du das kapieren. Langsam, langsam, mit Liebe. Wenn sie sich öffnen, dann erzähle. Und dann, dass ich selbst komme und sage, erzähl mal weiter, dann darfst du es tun. Und nicht so aus dir heraus, da muss man immer Acht geben, da kann es eine Mordsopposition geben, auf einmal, jetzt ist sie total abgehoben, jetzt spinnt sie total, jetzt ist sie in einer Sekte gelandet, oder er ist in einer Sekte gelandet, jetzt verliert er noch das Letzte. Versteht ihr? Deswegen langsam, werft die Perle nicht vor die Säue. Das ist es. Zwischen den beiden Geländern gehen wir. Einerseits musst du aufpassen, werf die Perlen nicht vor die Säue. Das ist nicht vertreten. Wenn du genau weißt, da kommt eine Opposition und die sind schon in Angriffsstellung und haben die ganzen Kanonen schon ausgerichtet, dich zu treffen. Das eine Geländer, gib Acht. Gerade wenn sie im Pulk sind oder ganz zusammen am Arbeitsplatz oder sonst wo. Ja, wo warst du am Wochenende? Ja, weißt du, bei den Exerzitien. Kloster Brandenburg, so, was in Exerzitien und so. Versteht ihr? Wir haben den Trip gemacht, gell? Wir haben uns so, versteht ihr? Das Wochenende, ich habe auch einen Trip gemacht, gell? Durch das Evangelium? Ja. Durch das Evangelium? Was? Durch das Evangelium? So weiter. Versteht ihr? Da müsst ihr aufpassen. Aufpassen, das darfst du dann bei dir behalten. Aber das andere Geländer ist, wer sich meiner Worte schämt, vor dem wird sich auch mein Vater im Himmel schämen. Ich kann da nicht so weit hingehen und kann sagen, ich kaschiere und gehe so rum, wie es halt so gut ist. Ich schlängel mich durch. Es geht nicht. Einmal gibt es dieses Bekenntnis und du weißt, du kommst schlecht weg. Sonst gibt es ja keine Bekenner mehr, wenn wir nur noch so durchschlängeln, oder? Dann verschwindet das Christentum, wie wir es heute sehen. Duckmäuser kommen da raus. Angsthasen. Wie die Apostel sind einfach weggegangen. Da muss der Heilige Geist kommen. Heute muss er auch kommen, dass du rausgehst und keine Angst hast, aber genau geführt wirst, wenn du den Mund aufmachst und wenn du ihn hältst, deinen Mund. Wenn du jetzt etwas tust, was Gott vorbereitet hat. Denn Gott hat gute Werke für dich vorbereitet. Du musst jetzt nicht jeder bekehren und sagen, hey, und da ist jetzt das Objekt, das jetzt bekehrt wird von mir. Und sagt er, ja, von mir. Da hast du wieder die Rechnung ohne Jesus gemacht. Er bereitet vor. Und er verwendet dich als kleines Werkzeug, dass er durch dich das Letzte noch tut. Er hat schon vorher lang gearbeitet an diesem Menschen, im Gewissen, durch das Umfeld, durch die Welt, durch alles hat er eben gearbeitet. Du bist nicht der eigentliche Arbeiter. Deswegen ja nicht so, dass der Jesus der Gehilfe meines Plans ist und er kann 5 Pfund Segen dazugeben, was ich jetzt vorhabe. Nein, du musst sagen, Herr, was hast du für einen Plan? Und wenn du willst, kannst du mich als Werkzeug in die Hand nehmen, diesen Plan zu erfüllen. Und gib mir Feinfühligkeit, was dran ist, was du jetzt willst. Und hol mich mal darunter, dass ich ein Draufgänger bin in allem und voranpresche ohne Ende und am besten noch voll aufs Gas drücke mit 500 PS und dann fallst du alle um. Das geht nicht, sondern feinfühlig. Wenn es dran ist, dann kannst du loslegen. Wenn es dran ist. Das selber mal erlebt bei mir. Weißt du, als Kaplan, manchmal fährst du durch, aber dann ist dran. Dann hat der Herr was vorbereitet. Ich bin mit meinem Liegerad in meiner Kaplanstelle gefahren, so.
Da bin ich richtig toll unterwegs gewesen, versteht ihr, und fahre durch den Torbogen durch. Und da war die schlimmste Spelunke in der Stadt. Mit Biergarten. Und es war noch Vatertag. Dann haben sie schon rausgegrölt. Hey, Herr Kaplan, bleiben Sie da. Und ich dachte, da Jesus, da gehe ich nicht hin. Zu denen. Mitten unter die Saufbulde, oder? Also da gehe ich nicht hin. Ja, und ich fahre durch den Torbogen schon durch. Und dann höre ich innerlich eine Stimme, kehr um. Sagt, lieber Gott, Jesus, umkehren zu denen? Merkt ihr? Da hat er aber eher einen Plan gehabt, ich nicht. Ich eben nicht. Ja, was machst du? Mit dem langen Liegerad, jetzt wieder eine Kurve machen, umkehren. Okay, ich bin zurück, mitten drunter. Und dann ging es los. Dann haben die gelästert. Ich war also draußen am Biertisch, dann stand gleich wieder ein Weizen da, verstehst? Und dann sagte der Pfarrer, da muss man schon mal was spendieren. Und dann haben sie abgelästert. Ohne Ende, mir ist gerade so runtergelaufen bis zum geht nicht mehr. Und ich sage, Jesus, ich hab's dir ja gesagt. Ich hab's dir gesagt, was da rauskommt. Aber irgendwann war es damals so, dann wussten sie nichts mehr. Und dann habe ich auf Bayerisch, versteht ihr, es war in Bayern, ich war in Bayern, Kaplan, und jetzt beginne ich, habe ich dann gesagt. Und dann habe ich losgelegt und habe dann verkündet, da haben sie nichts mehr gesagt. Nach 5 Minuten, wo ich dann losgelegt habe, haben sie gesagt, es ist ein Echter. Es ist ein Echter. Okay, es ging weiter, es ging weiter. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann ging weiter. Da war die ganze Spelunke, alle, die drin gesessen waren, kamen auf einmal raus. Der Kaplan ist draußen und dann haben wir, da habe ich gepredigt. Und dann ist losgegangen und dann geht es hin und her. Aber das hat er vorbereitet. Und auf einmal sind sie immer kleiner geworden. Und dabei ist dann das andere rausgekommen. Das finde ich so toll, dass sie unter uns sitzen. Auf einmal. Alle Widerstände weg. Da kam noch einer her, der war tätowiert, also wenn man sagt, in einer Perfektion. Also das waren wirklich schöne Tätowierungen, aber Teufel waren es auf den Unterarmen. Ich kann es dir vorstellen, er sitzt da neben mich. Die Katholischen sind auf der anderen Seite, das war also, der war Protestant. Und dann sagt er, Herr Kaplan, eigentlich wollte ich das gar nicht, diese Tätowierungen. Es tut mir so leid. Ich bete auch mit meinem kleinen Kind, mit meinem Sohn, jeden Abend. Mein Herz ist klein, mein Herz ist rein. Es darf niemand drin wohnen als du, mein liebes Jesulein. Dann haben die Katholiken schon auf der anderen Seite, willst du es noch beichten? Verstehst? Ist das so losgegangen? Und der hat so eine Reue gehabt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So eine Reue gehabt über seine Sünden, dass er das gar nicht wollte und so weiter und so fort. Es ging weiter. Dann kam auf einmal die Besitzerin heraus. Das finde ich ja so toll, Herr Kaplan, dass Sie da sind unter uns. Übrigens, die Spelunke ist noch nicht eingesegnet. Ja, lieber Gott, das auch noch. Das auch noch. Das auch noch. Ja, dann müssen wir einen Termin ausmachen. Aber dann nur recht mit Weihrauch. Und mit allem drum und dran, okay. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Vor mir waren als 3, 4 Bier gestanden. Ich bin immer bei einem geblieben, sonst wäre ich wirklich betrunken gewesen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war die erste Begegnung. Alle rum. Das ist es. Da musst du mit deinem Sauerteig eben nicht im Kühlschrank dein Dasein fristen, sondern du musst mit dem Sauerteig und in den Teig hinein, mitten rein, aber eben mit einem, mit deinem Jesus in dir. Ohne ihn kannst du nichts. Wenn er dir genau das bringt, wo er sagt, jetzt ist es dran, kehr um. Kehr um. Und das spürst du. Jesus kann ganz genau dir sagen, was er will mit dir. Und wo du irgendwas tun sollst. Ganz genau. Es war so gewaltig. Okay, dann irgendwann in der nächsten Zeit, vielleicht nach einer Woche, Segnung.
Das ganze Lokal war voll. Das ganze Lokal war voll. Ja. Und da sage ich, okay, wer war Ministrant von euch? Das sind die Größten, die ganz schön hinter die Pinsen gekippt haben. Stand, ich war Ministrant. Also rechts und links, Geleitschutz für den Kaplan. Du nimmst Weihrauchfass und du Schiffchen. Und dann sind wir durchgegangen. Alles eingeräuchert. Und dann haben sie gesagt,